Okay, hallo, hier ist Füssen aus Berlin. Heutiges Thema ist, früher war alles besser. Ja, das ist so die Thematik. Es gibt ja diesen Spruch, früher war alles besser. Und man denkt immer, so ältere Menschen sagen den Spruch, dass sie denken, früher war alles besser. Wie stehe ich dazu, diesen Spruch, früher war alles besser? Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn Menschen älter geworden sind und einen Vergleich haben von früher und heute, dass sie vielleicht schon denken, wenn sie Schwierigkeiten im Leben haben, dass das daher resultiert, weil einfach das heute etwas schwieriger geworden ist, komplexer vielleicht geworden ist und sie da in diesem Rhythmus, in dieser Komplexität nicht mehr mitkommen, dass sie deshalb denken, dass es früher besser war. Also ich habe jetzt, bin ja, werde ich sehr 56 und kann schon so die Anfang der 60er Jahre habe ich mitbekommen und die 70er, 80er und 90er und 2000. Und ich fand für jedes Jahrzehnt fand ich einfach fand ich, hatte Vor- und Nachteile. Die Jahrzehnte an sich, diese Entwicklung bis dahin, war für jedes Jahrzehnt entsprechend schön oder nicht schön. Ich kann nur im Nachhinein, mich froh, also froh sein, dass ich diese Entwicklung mitbekommen habe und Vergleiche habe, wie schön die Zeiten waren, aber auch wie schön jetzt die Zeit ist. Jetzt momentan im Hier und Jetzt ist es eigentlich genauso schön wie 1970 oder 80 oder 90 oder 2000. 10, 20, wir sind ja 2020. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn man mit der Mode das vergleicht, hat jedes Jahrzehnt eine spezielle Mode gehabt und Variation und diese Entwicklung, das finde ich eigentlich schön. Aber ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass ich nochmal in 1970 zurückkehren will. Das würde ich nicht machen, weil ich den Standard, der momentan vorherrscht, das, was jetzt momentan sich in dieser Welt abspielt, ich das eigentlich viel mehr genieße und viel mehr, also für mich schöner finde eigentlich. Ich habe einen Lebensstil gefunden, wo ich mit mir selber d'accord bin, wo ich Dinge mache, die mir Spaß machen, die mich erfüllen. Und das habe ich zum Beispiel damals noch gar nicht gehabt. Also dieses Mindset hatte ich damals noch nicht. Was mir auch mir gefällt, ist zum Beispiel auch, fangen wir von der Mode an. Ne? Also ich kann mich erinnern, wenn ich durch die Jahrzehnte gehe, dass die Schnitte gar nicht so gut war in der Mode. Und so war es auch mit vielen anderen Dingen. Viele Arbeitserleichterungen gab es damals noch gar nicht. Heutzutage kann man einfach sein Handy nehmen und mit jemandem telefonieren. Das gab es damals nicht. Und man war ja dadurch etwas gehandicapter mit vielen Dingen. Wenn man irgendwie ein Foto machen musste, hat man eine große Fotokamera gehabt. Das braucht man heute nicht mehr. Man hat sein Handy und hat man schon ein digitales Bild. Man muss es nicht erst entwickeln lassen. Man kann sich das gleich ansehen, wie es ausschaut. So eine Sachen, Medien wie YouTube zum Beispiel, gab es damals auch nicht. Es gab kein Internet. Ja, und ja, es gab natürlich später schon Internet. Aber in den 70ern zum Beispiel gab es das noch nicht. Ne? Dadurch hat man nicht diese Informationsvielfalt gehabt. Man hat auch nicht so viele Dinge ausprobieren können, ne? Weil bei YouTube zum Beispiel sieht man mehrere, wenn man irgendwas gerne wissen will, wie das gemacht wird, kann man sich da ein Video ansehen und dann kann man sich das einfach mal, diese Fertigkeit anlernen. Man muss nicht extra irgendwo hingehen und was bezahlen, um das zu lernen zum Beispiel. Man kann sich seine Freizeit viel, viel schöner gestalten heutzutage. Und man kann sich selber viel mehr finden und eine Nische finden für sich, weil es einfach so viele Angebote gibt. Das gab es ja nicht.
Auch fand ich, dass alles so ein bisschen langweiliger schon war. Und dadurch muss man schon viel mehr tagträumen und manche vermissen das, dass sie nicht mehr so viel tagträumen können und dadurch vielleicht weniger kreativ werden. Aber das empfinde ich nicht so. Ich finde schon, dass auf jeden Fall für mich der Input wichtiger ist, dass man viel mehr Input bekommt von außerhalb, dass man viel mehr Medien hat. Das empfinde ich als Vorteil. Was natürlich als Nachteil ist, sind schon so Sachen wie Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung und wie zum Beispiel die Masttierhaltung sich entwickelt hat und so weiter und so fort. Diese Dinge sind natürlich nicht so gut, aber dem kann man ja auch entgegenwirken. Man muss ja nicht das so lassen, wie es ist. Und das passiert ja auch. Es werden ja jetzt schon Stimmen dagegen wach, dass man mit der Umwelt besser umgehen soll und so weiter. Und das bedeutet aber nicht, dass man sagt, früher war alles besser, ne? Also man kann es besser machen. Aber verglichen mit früher können wir doch froh sein, dass wir so viel Fortschritt mittlerweile haben. Und ja, das Internet haben, Computer haben, künstliche Intelligenz und weiß ich was, in diese Richtung es geht und wir so viel geschaffen haben, die Menschheit. Also daher finde ich nicht, dass unbedingt früher alles besser war. Ja, also so stehe ich dazu. Zudem früher war alles besser. Also ich finde momentan mein Leben ganz toll, so wie es ist. Und ich profitiere von den Dingen, von den Vorteilen, wie es ist, was der Fortschritt gebracht hat bis jetzt. Und daher sehe ich das nicht so, dass früher alles besser war. Ja, na klar, Menschen hadern damit, dass sie ihre Jugend vielleicht verloren haben. Und dass sie vielleicht manche Dinge nicht mehr machen können. Und deshalb kommt das eher zu so einen Sprüchen. Aber ich lebe im Jetzt und hier und genieße es. Und freue mich auf die Zukunft, was die noch bringt. Sehr interessante Dinge. Okay, das war's. Schreibt mir einfach mal runter, wie ihr das seht. Findet ihr, dass früher irgendwas besser war? Und wenn ja, wieso? Würde mich echt voll interessieren, wenn ihr das da runterschreibt und ja, und mich vielleicht inspiriert und vielleicht ich da auch nochmal nachdenke drüber, wieso Menschen sowas äußern. Ja, und ansonsten Daumen nach oben, falls euch die Thematik gefallen hat oder generell das Video und abonnieren nicht vergessen. Abonniert mich. Okay, tschüss.